Schmops hier und heute zeige ich euch, wie ihr für Minecraft ein X-Ray Mod und Flyhack zusammen haben könnt in einem, sogar sehr leicht zu installieren. Also zuerst downloadet ihr euch diese Datei, die packe ich in die Beschreibung, den Download-Link. So, wenn ihr euch das gedownloadet habt, zieht ihr das auf den Desktop oder wo auch immer ihr wollt. Dann erstmal %appdata%. So, dann geht ihr in euren .minecraft-Ordner. Und dann auf Bin und die Minecraft Jar-Datei. So. Also das können wir wieder schließen im Hintergrund. So, dann öffnet ihr den X-Ray Mod. So. Oh, immer diese scheiß Fragen. So, erstmal löscht ihr bei der Jar, also Minecraft.jar, den Meta-Inf-Ordner. Der verhindert nämlich, dass der Mod funktioniert. So, und dann müsst ihr eigentlich nur noch alle Dateien, also alle Class-Dateien, die hier in dem X-Ray-Mod sind, hier rüberziehen. Und dann, okay, und dann geht's. Das war eigentlich total easy und ja, supi. Und falls ihr Fragen habt, in der Beschreibung habe ich ganz viele. Jetzt habe ich Twitter, ask.fm und irgendwelchen anderen Scheiß mir noch da registriert, damit ihr mir Fragen stellen könnt. Ask.fm, da kann man anonym bleiben und muss man sich nicht anmelden, um mir eine Frage zu stellen zu können. Also ja. Und ja. Dann ah nee, die Steuerung muss ich ja noch erklären. Voll vergessen. Also, X-Ray geht ihr auf X, dann seht ihr halt Dungeon Diamanten, oder ihr wisst schon, wie X-Ray funktioniert. So, dann der Fly-Mod ist so, wenn ihr zuerst. Das ist genauso wie im Creative Mode, ne? Aber wenn ihr F drückt, dann ist er aus. Ne, wenn ihr das Game startet, ist er schon aus. So, dann drückt ihr einmal F und dann ist das wie im Creative Mode. Nur, dass ihr nicht halt so One-Hit nimmt, die Sachen, die ihr abbauen wollt. Halt, ist ja nur der Fliegen. Und dann, wenn ihr den wieder aushaben wollt, drückt ihr nochmal F, dann könnt ihr nicht zweimal Leertaste drücken, dann bleibt er einfach aus. Und wenn ihr wieder F drückt, dann geht er wieder an und immer so weiter, bla bla bla. Und ja, das war's. Tschüss, ich hoffe, es hat euch gefallen und war sehr hilfreich und ciao.